What we need is a little more muscle around here. You there, how much can you lift? About 70 kilos on a good day, 80 if I use both hands. Uh-huh. And how many bullet wounds can you take before you give up? One, maybe two. My point exactly. Get out there and find someone strong. Learn their secrets. New main objective available. Many objectives require you to send different types of minions to run special schemes. Let's go to the world stage to get started. Okay, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Evil Genius. Wir haben endlich einen neuen Stromgenerator und sind deshalb nicht mehr ganz so am Arsch. Another experiment requires my attention. Ja. Genau. Geld haben wir so mittelmäßig und wir haben one jetzt of the highlighted schemes is near one of your criminal networks. You can send minions to complete the scheme now. Hält dieser Typ eigentlich irgendwann die Klappe? So, wir haben neue Quests bekommen, wir haben jetzt Nebenhandlungen und da müssen wir Wächter erlernen quasi. Und dafür, und wir haben eine neue Mission. Genau, okay, das hängt eh zusammen. Oh. Und dafür müssen wir jetzt auf unserer Map einen Wächter quasi rekrutieren. Ja, versuchen wir das einfach mal. Einen Arbeiter können wir entbehren. Entführung, einen Wächter. Ja genau, wir kriegen einen Wächter, dafür müssen wir einen Arbeiter dorthin schicken. Dann haben wir endlich Leute, die ein bisschen mehr aushalten und uns besser verteidigen können. Ich habe mittlerweile auch dieses Rote hier ein bisschen besser gecheckt. Also das hier, darüber, sind die Level quasi. Wie stark unser Netzwerk quasi ist. Und der rote Balken ist der Argwohn. Man kann maximal 50 Argwohn pro Region haben. Und wir haben 35. Und, warte, das war jetzt vielleicht ein Fehler. 10 Argwohn, können wir uns das überhaupt noch leisten? Ja, das geht sich aus. Wir dürfen nicht über 50 kommen, denn dann brechen aktuelle Missionen ab. Das ist grundsätzlich schlecht. Wenn das aber voll läuft, dann ist hier quasi kurz alles mal dicht. Wir können hier nichts mehr tun und erst sobald der Cooldown quasi vorbei ist, können wir wieder von vorne starten. Genau, also man sollte nie Missionen anfangen, die das hier, die 50 überschreiten quasi. Ja gut, dann machen wir diese Mission. Wie lange dauert die ungefähr? Steht noch gar nicht da. Na gut. Dann ab zurück zu unserer Base und gucken wir, was wir hier noch so tun müssen. Ja, wir haben keine Kohle. Warum haben wir eigentlich nie Kohle, Leute? So kann das doch... Was? 30.000 kostet das? Ja gut, wir haben 8. Your minions have kidnapped a specialist. Once they're in a holding cell, you can choose to interrogate them. Wir haben einen Wächter gekidnappt. Okay, ja, dann zeig mal her. Aha, das ist der Wächter also. Ja gut, das heißt, wir sperren um die erste Person ein. Ich bin gespannt. Freut euch, Leute. Das könnte lustig werden. Ja, ein bisschen schneller, Leute. Kommt, gebt Gas. Bisschen schneller. Manchmal laufen die echt langsam. Warum läuft der von selber? Das ist ein bisschen kacke. So, wo sind unsere Zellen? Unsere Zellen sind dort hinten. Oh mein Gott, okay. Dann gucken wir uns das an. Die erste Gefangennahme. So. An intruder has been captured. Select the holding cell and then select escort prisoner. Ja. After that, select the interrogation device. For now, that's the interrogation chair. Ah, rechte Maus, okay. Sorry. Muss man auch erstmal checken. Gut, der schläft da drin. Hallo? Ah, jetzt, sie macht das, okay. Wow. Okay, und jetzt kommt der hier hin. Uah. Okay. Oh, what? Okay.
Und das ist ein bisschen strange. Also wir bedrohen den quasi, damit er uns seine Geheimnisse verrät. Your criminal networks are idle. Consider running some schemes. With all these new recruits, you should expand your training room to make space for all those exotic training machines. Jupp, der Typ ist gerade gestorben. Okay, wir können jetzt Dinge ausbilden. Hier ist unser Ausbildungsraum. Hier können wir Wissenschaftler ausbilden und jetzt können wir... was war das? Ja, genau, Wissenschaftler und Wächter. Okay. Dann müssen wir erstmal, glaube ich, den Raum ein bisschen vergrößern. Und... Guards are important to the security of your lair, but can disappear quicker than a dry martini. Okay. Build two guard trainers so that your minions can top up their wilting numbers post-haste. Once constructed, we can use the minion training screen to request our minions start their training to become fully fledged guards. Won't that be nice? Okay, ja, wir machen jetzt Guards, ist okay. So, genau, wir haben Wächter und die, ich muss mal gucken, Wissenschaft. Genau, wir haben zwei Wissenschaftler, okay. Wir machen mal zwei Guards, sobald wir das gebaut haben. Das sollte jetzt noch rot sein, weil wir die noch nicht gebaut haben, wobei fünf Guards eigentlich besser wären, oder? Oder sechs? Können wir uns das leisten? Naja, wir haben 42 Minions, das sollte schon funktionieren. Dann, okay, Täuschung haben wir noch nicht. Wissenschaftler haben wir zwei. Ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht derweil. Und die können halt noch im Level steigen, quasi, müsst ihr euch denken. Aber das müssen wir halt erst forschen. Und der Schergenmanager, ich weiß immer noch nicht, ob das irgendwas bringt, diese Stats. Also Einhorn-Sympathisist oder starke linke Haken. Vielleicht kann der besser kämpfen. Schlimmes Kreuz, vielleicht kann der nicht so viel tragen. Ich weiß halt nicht. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob diese Effekte überhaupt irgendwelche Effekte haben. Aber, ja gut. Vielleicht werden wir das irgendwann erfahren. Ich habe auch schon gehört, man kann diese Sachen alle verkaufen. Editieren, verkaufen. Vielleicht sollten wir das mal tun. Zumindest mit die hässlichen Sachen. Oh wow, hallo? What the fuck? Naja, gucken wir mal. Verkaufen wir mal einfach ein paar Sachen. Ich habe noch absolut keine Ahnung. Ich dachte, wir können das vielleicht irgendwie in Betrieb nehmen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass das einfach nur reine Decoration quasi ist. Aber bisher hatten wir eh noch keine Eindringlinge, aber ich nehme an, jetzt wo wir Wachen gebaut haben, werden bald Eindringlinge kommen. So, ja, ich glaube, das war's auch schon. Ich habe auch mittlerweile schon gelernt, dass hier kommen die Kreuzfahrtschiffe an, für die Gäste hier im Hotel. Und hier, diese Treppe führt quasi hier runter und hier legen so Speedboats an. Und im hinteren Bereich haben wir nur dieses Lagerschiff und unsere Heli-Plattform. Genau, und es gibt anscheinend auch mehrere Etagen, das habe ich noch überhaupt nicht gecheckt. Man kann sich erstens seine Insel so von außen angucken. Keine Ahnung, warum man das tun sollte. Ich meine, sieht schon cool aus, aber I don't know. Und es gibt mehrere Etagen, also minus eins den Keller und dann noch vier Etagen hoch. Finde ich ganz cool. Aber ja, hier wird schon trainiert, Leute, guckt euch's an. Da werden halt normale Schergen ausgebildet zu Dingern. Wie heißen die? Wächter. Ich glaube, das ist vollgelaufen gewesen. Wir könnten jetzt drei Arbeiter hier hinschicken für mehr Geld. Das würde ich gut finden. Können wir eigentlich jetzt mit einem anderen Land... ich weiß noch was, Leute, was ich auch gelernt habe in der Zwischenzeit. Wir brauchen ganz, ganz dringend hier in diesem Raum einen weiteren von diesen Teilen. Ist das so smart? Warum geht das nicht?
Das geht schon. Okay. Bestenfalls sogar noch einen. Sehr gut. Denn umso mehr wir von diesen Teilen haben, umso mehr können wir auf der Welt infiltrieren. Sagt man das so? Keine Ahnung. Schergentrainer, ja. Haben wir gemacht. Yes. Wir haben schon welche requested. Look at them go. I could do that, but I don't want to. Guards are just one of the muscle type minions you will be able to find as you expand your empire. Ja. Gut, haben wir hingekriegt. Hier werden jetzt 6 Wächter ausgebildet und wenn die sterben, dann werden gleich neue ausgebildet. Das ist, finde ich, super praktisch, das System. Okay. Ja, gut. Kriegen wir hin, wir müssen halt. Du musst mehr Spinde bauen, bevor weitere Schergen. Achso, ja, genau. Damit wir weitere Arbeiter kriegen. Das ist aber nicht das Problem. Gut. Ah, hier ist jetzt sogar ein Lehrer quasi dabei. Wir haben schon einen ausgebildet und der guckt dann zu. Ich glaube, dann geht's schneller. Aber die müssten jetzt auch fertig sein, oder? Yes. Sehr nice. Request some guard posts towards the entrance to your lair. Ah, okay, jetzt diese Wachposten. Hm. Ja, aber die Frage ist ja, das habe ich mich ja vorhin schon gefragt, wo sollen wir die hinstellen? Weil, ich meine, ich hätte die schon irgendwie gern hier so, aber das geht anscheinend eh nicht. Das Drehen ist immer noch komisch, Leute. Okay, vielleicht können wir das hier gar nicht. Na gut. Dann versuchen wir das doch hier, oder? Oder hier. Hier machen wir das. Und auf der anderen Seite auch, wo das Helipad ist. Wo ist das Helipad? Wo ist das Helipad? Hier ist das Helipad. Hier könnten wir auch gut eingebrauchen. During high alert, your guards will diligently man these aptly named guard posts. Okay, ich verstehe das schon. Dass bei einem Großalarm kommen die hier hin. I understand. Oh. Ah ja. Wir haben das erste Ding erforscht. Wir können. Ich bin gerade maximal überfordert. Also wir haben was erforscht. Sollen wir noch mehr erforschen? Genie-Weiterbildungsprogramm, das brauchen wir eigentlich nicht. Warum können wir das nicht? Ah, Kosten nicht gedeckt. Oh mein Gott, dafür braucht man Kohle. Okay, wir haben keine Kohle, Leute. Gut, hat sich das erstmal erledigt. Und was ist hier? Wir haben schon wieder keinen Strom. Ach, ich hasse das. Nein, das kann doch nicht sein. Warum haben wir nie Strom, Leute? Ach, ich hasse es. Okay, wir haben zumindest ein bisschen Geld, um die zu bauen. Aber wir haben schon wieder keinen Strom, das kann doch nicht sein. So, irgendwas war hier im Trainingsraum falsch, aber ich habe absolut keine Ahnung, was das Problem war. New main objective available. We have picked up some movement near your lair. Keep an eye out for incoming agents. Okay. So, was? Aber muss ich jetzt vorne gucken oder muss ich jetzt hinten gucken? Also, irgendwo sind Geheimagenten. Oh Gott, ein Kreuzfahrtschiff ist gekommen. Okay, unser erstes Kreuzfahrtschiff. Guards like to use their muscles to defeat agents. Ja. Tag this agent for swift termination. Wo denn? Ah, hier ist er. Eine Dame. So sehen also Geheimagenten in diesem Spiel aus. Okay, wir können die ablenken, wir können die einfangen und wir können die eliminieren. Ich würde lieber den einfangen, aber. Turn on high alert and watch as your minions scurry to deal with any tagged agents they find in your lair. Hm. Wann ist ein Großalarm ein oder aus? Ah. Sound the alarms.
Das ist ja nur ein normaler, oder? Oh Gott, der prügelt die gleich. Nein! Wir brauchen noch einen besseren. Nicht, dass der stirbt. Kann ich den nicht anschaffen, dass die hier kommen sollen? Oh Gott, vielleicht stirbt der jetzt. Oh no. Wie viel Leben? Oh Gott, ich wollte gerade sagen, der ist gleich tot. Und die hat nur ein bisschen was. Nein, jetzt mach die Fotos. Wartet, wir müssen kurz... Ne, wir müssen, glaube ich, kurz Pause machen. Wir brauchen einen von diesen Geheimagenten, von den Fetten. Wie kann ich dem sagen, er soll diese Frau zur Strecke bringen? Oder geht das gar nicht? Okay, sie läuft eh weiter rein, solange sie nicht weg... Nee, sie läuft weg. Okay. Gut, dann Plan B. Wo ist unsere Dame der Schöpfung? Achso, die kann ich ja so auswählen. Hat das schon geklappt? Also, sie läuft gar nicht weg. Was macht die denn bitte? Die hat gerade eine Leiche gesehen. Oder besser gesagt, eine Leiche verursacht. Irgendwie passiert hier noch nicht so viel. Oh. Und jetzt? Nicely done. Turn off high alert. Once you're finished dancing. Okay. Fisticuffs are an occupational hazard for your guards and lowers their vitality. A short stay in the infirmary can patch them right up. Ja, verstehe ich. Aber, okay, wir können eine Krankenstation bauen. Finde ich super. Habe ich zwar noch nie gesehen in diesem Spiel, aber gucken wir uns das doch mal an. Müssen mal gucken, wie wir das angehen. Ich glaube, wir müssen zuerst ein bisschen den Weg hier noch verlängern. Weil das wird sich alles noch ein bisschen ausbreiten, habe ich das Gefühl. Aber ja gut. Aber sollten wir ja hinkriegen. An intensive care pod like this can officially deal with 1000 boo-boos per hour. Actual results may vary. Bisschen strange, aber von mir aus. If a minion's vitality gets too low, they will go to the closest infirmary to attempt to heal. Okay. If their vitality reaches zero, then it might be time to hire a new minion. Was haben wir hier für komische... Was haben wir hier für komische Deko-Gegenstände? Das Placebo-Tron, Alter. Eierbecher. Was soll ein Eierbecher sein? Oh, what? Aber warum sollte ich so diesen ganzen Käse hier platzieren? Gehirnhologramm. Hä? Dieses hilfreiche Hologramm erinnert deine Schergen daran, dass sie in der Tat über ein Gehirn verfügen. Verlangsamt irgendwas. Okay. Warum sollte man das benutzen? Okay, das kann man hier so hinsetzen. Aha. Strange. Okay, gut. Bauen wir das erstmal. Ja, gut. Und dann gucken wir weiter. Ich glaube, das war ein Fehler, diesen Trainingsraum hier hinzusetzen. Aber ja gut, sollten wir hinkriegen. Genau, und hier vielleicht nochmal dazu zu sagen, das würde den Argwohn senken und das würde ihn halt erhöhen. Dafür kriegen wir aber Geld. So Leute, wir sind wieder auf der Weltkarte und ich würde sagen, wir erkunden erstmal das hier, weil hier gibt es irgendwas. Ich kann zwar noch nicht sehen, was, aber ich würde das gerne erkunden. Wir schicken drei Leute weg, die jetzt hier diese Region erkunden. Und wie ihr gerade gesehen habt, jede Regionsfarbe quasi ist ein anderer, unter irgendwelchen Mächten unterjocht. Also die haben nördliche Patriotstaat, dann haben wir östliche Rumsrepublik, westliche Säbelterritorium, Hammer District, Amboss Provinz.
genau, in diese Kategorien ist es eingeteilt. Das hier gehört zu Blau. Weil wir da aber schon sind, hat das wieder eine richtige Farbe angenommen. Also ihr werdet sehen, hier dieser blaue, dieser gelbe Bereich wird sich auch gleich anpassen, sobald wir dort angekommen sind. Sollen wir eigentlich vielleicht noch irgendwo hingehen? Ich würde hier gleich mehr vielleicht erkunden. Ich mag diese... Wobei, abbrechen? Nee, okay. Nee, passt. Ist okay. Ich würde vielleicht hier hätte ich auch noch hingehen können. Hier ist auch irgendwas. Ich weiß halt noch nicht, was das bedeutet genau. Dieses Symbol halt. Aber wir werden es rausfinden mit der Zeit. Oh, hier sehen wir gerade ein Schiff. Aha. Ist das von uns? Nee. Nee, wir fliegen nur mit dem Heli. Oh, gut, wir haben wieder neue Sachen abgeschlossen. Das ist super. Ja, wir haben immer noch keine Intensivkapseln. Wir haben gerade wieder leichte Geldprobleme. Aber wir kriegen das schon hin. Wie viel kosten die 5000? Hä, wir haben doch 5000. Warum kümmert sich niemand darum? Hallo? So, wir haben, glaube ich, ein neues Netzwerk aufgebaut. Ja, ihr seht, das ist jetzt grün geworden. Wir sind jetzt auch hier unterwegs und können hier auch gleichzeitig Geld farmen. Ah, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. 10.000 für 3 Arbeiter in 3 Minuten. Das klingt doch okay. Was bist du hier? Ich weiß immer noch nicht, was das bedeuten soll, aber okay. Und hier bauen wir auch gerade eins auf. A new criminal network has been established. Sehr nice. Das haben wir jetzt auch freigeschaltet. Und hier können wir jetzt auch Geld farmen. Also hier kriegen wir 50.000 für 6 Arbeiter in einer halben Stunde. Und was war das? 3 Arbeiter für 10.000. Na, ich glaube, da muss man immer ein bisschen gucken. Okay. Ja, es gibt überall diese Geld- und diese Argwohn-Dinge. Ich glaube, das war's auch. Na gut, na gut. Also ein bisschen Geld farmen können wir hier. Let's get scientific. If logic dictates. Well done. Your horde of guards will be the first. Now this is more like it. Tell me, what do you... The biggest one. Right. Okay. Not quite what I expected. How many bullet wounds would it take to kill you? The biggest one. Are you okay? Wait, I don't want to know. You're hired. One down, okay. Two to go. Select a new minion side story from the objective screen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Aber oh mein Gott, okay, also die Starken sind sehr, sehr dumm. Oh, hier wird jetzt einer geheilt. Und einer steht hier nebenbei und guckt sich das an, oder wie? Ich habe hier auch noch ein paar. Ich habe dieses Eierding auch gebaut. Und habe ich noch irgendwas gebaut? Ich weiß gar nicht. Aber weil die bringen ja anscheinend, also die bringen ja Stats. Also das bringt plus Sternchen. Und Sternchen ist ja Moral, Klugheit und Gesundheit. Also diese Deko-Objekte fördern halt diese Werte hier. Habe ich jetzt langsam gecheckt. Okay, und wir haben das hier abgeschlossen. Das ist sehr, sehr nice. Dann, wartet mal. Hier kriegen wir Kohle. Außer sollten wir noch mehr wegschicken für Kohle? Was gibt es hier für 15 und 35 Minuten? Oder in 3 Minuten 10.000? Ich finde das fast besser. Ich finde diese kurzen irgendwie besser. Dann gucken wir mal nochmal in die Quests. Ja, wir müssen eine Nebenquest ausführen. Diener einführen oder Nebenhandlung Techniker. Wir kriegen neue Schergen, nämlich Diener. Okay. Ja. Würde ich gut finden. Can't a genius with a dubious criminal past purchase an exotic lair in peace anymore? It's probably all the helicopters. They'll be wondering what we're doing out here. That's why I chose this location. It has the perfect cover operation, even if it is abandoned. I think the problem is that it's abandoned, boss. Not many people visit an abandoned... anything.
For once, you make a good point. Very well. Hire some staff. Dress them well. Teach them to cheat at roulette. Many objectives require you to send different types of minions to run special schemes. Let's go to the world stage to get started. Ja, one das... Oh, halt doch die Klappe. ...is near one of your criminal networks. You can send minions to complete the scheme now, or you can search the globe for an alternative. Okay, 10. Haben wir hier noch Platz für 10? Ja, wir haben Platz für 10. Aber wir haben keinen Strom, deshalb können wir das nicht machen. Ja, okay. Und das mit den Dienern habe ich mir schon fast gedacht, dass wir dann endlich dieses Casino, das wir nicht haben, in Betrieb nehmen können. Aber vielleicht kriegen wir ganz viele Gegenstände. Aber zuerst brauchen wir wieder Strom. So, damit haben wir unser Stromproblem wieder gelöst und können jetzt... Wie sieht's hier aus? Wir sind immer noch nicht bei 40, das passt. Dann starten wir unseren Plan und machen das erstmal. Und holen uns ein paar Diener. Ich bin schon sehr gespannt. Wie lange dauert das? Steht nicht da. Dauert wahrscheinlich nicht so lange. So, die haben wir gleich. Genau. Once they're in a holding cell, you can choose to interrogate them. Ah ja, ich glaube, die kommen gerade an. Jo, da läuft er schon. Sehr nice. Oh, okay. Hä? Bisschen buggy? Warum läuft der hier rüber? Okidoki. Ja, jetzt seht ihr das. Hier sind wir jetzt quasi im Lockdown. Dauert noch eine Sekunde. Eine Minute. Weil der Argwohn zu hoch geworden ist. Aber dann geht's einfach ganz normal weiter. We have captured an intruder. Select the holding cell and then select escort prisoner. Ja, 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 das hatten wir doch gerade schon. Select the interrogation device. Ach, das hatten wir doch schon. Interrogation chair. Das hatten wir doch alles schon. Das ist echt nicht so, als hätte ich das in den letzten 3 Sekunden wieder vergessen. Kitzel ziehen gerade? What the fuck? Oh, was hat sie gemacht? Ich hab's nicht gesehen. Schade. An intruder has given us their secrets. Okay. Interrogation has revealed to us how to build new training furniture. Build the new item in your training room. Oh. Nee, ich will das gar nicht verkaufen. Alles easy. Oh Gott, der ist jetzt gestorben. Das ist ein bisschen traurig. So, was haben wir hier? Ich will hier gar nichts. Ich will hier und hier. Und Diener-Training, okay. Vielleicht sollten wir das... Na, ich weiß nicht. Oh, das braucht aber viel Platz. Wenn wir das hier hinstellen, können die dann noch zu den anderen Terminals? Ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht machen wir einfach den Raum größer. Ist ja egal. Achso, das geht ja einfach so. So. Gönnen wir uns einfach. Ja, eins sollte reichen auf jeden Fall für den Anfang. Und let's go. Dann können wir endlich Diener ausbilden. Oh, ich bin schon so gespannt, wenn wir das Hotel hier... Okay, starten. Was passiert hier? Hallo? Tourist? Okay. Warum sind hier Touristen und was machen die hier? So, wir können endlich solche Sachen auch bauen. Okay. Roulette-Tisch. Okay. Und eine Tür können wir auch bauen. Brauchen wir denn eine Tür? Nee, eigentlich. Okay, und Deko gibt es hier natürlich auch ein bisschen. Stellen wir halt ein bisschen Decoration auch noch auf. Keine Ahnung. Also ein sexy Sessel hast. Wir könnten so eine Lounge hier irgendwo bauen, aber irgendwie ich bin noch unschlüssig. Oh Gott. Hallo, Sessel? Hä, warum geht das nicht? What's the problem? Es ist hier schon wieder... Nein! What the fuck? Manchmal ist es echt schwierig.
Ah, das ist zu nah an der Pflanze. Ah, okay. Na gut, dann lassen wir das erstmal so. Und gucken, ob wir denn hier schon irgendwelche Leute beschäftigen können bei dem Roulette-Tisch. Jetzt haben wir ja ein paar Touristen. Okay. Das ist ein Scherge. Okay, okay. Sind die mit dem Boot wieder hier? Nee, irgendwie das Boot ist nicht hier. Na gut, na gut. Ah, bei Täuschung sind jetzt die Diener drin, okay. Wie viel sollten wir davon ausbilden? 3? Ist das zu viel? Machen wir mal 2 jetzt für den Anfang. New main objective available. Head to the minion training screen to request some advanced minions. Oh mein Gott, ach so, da können gleich 2 gleichzeitig trainieren. Okay. Das irgendwie sieht noch nicht so vielversprechend aus. Lernt er jetzt, wie man eine Tür benutzt oder was? Okay. Ah, okay, muss es auf die andere Seite bringen. Ach so, funktioniert das Ganze. So, was? Ja, Minion Training Screen. Your workers will start to train automatically. They'll learn faster if another minion is able to teach them. Wir haben jetzt verpasst, dass der sich gerade schon fertig ausgebildet hat. Sehr nice. Ja, nice. Sehr nice. To ensure your cover operation is perceived as legitimate, you need some activities for your guests to use. Request some roulette tables to be built in your cover operations. Ja, habe ich doch schon, habe ich doch schon. Jo. Habe ich doch schon. Brauchen wir echt noch einen? Ich habe doch gerade einen. Warte, vielleicht kann ich das austricksen. Nee, scheiße. Leider haben wir waren zu schnell. Das ist also distracting agents drains their resolve and reduces the time they have to find suspicious activity in your lair before heading back to their HQ. Okay, ja. We have picked up some movement near your lair. Keep an eye out for incoming agents. Oh, schon wieder? Schon wieder neue Agenten? Gucken wir mal. Vielleicht können die sich ja auch tarnen als Touristen. Nee, das sind alles Touristen. Was können wir hier machen bei den Roulette-Tischen? Zocke Touristen ab. Okay, müssen wir da irgendwie Leute zuweisen? Oder funktioniert das eh von selber? Ah ja, jetzt kommt hier ein Dude. Okay, okay, ich glaube, der arbeitet jetzt hier. War hier gerade das Boot? Ah ja, das Boot kommt. Okay, man hört das sogar von weitem. Okay, wir müssen jetzt sogar einen hier irgendwie... Ah ja, gut. Seinen Job schon angenommen. Jetzt brauchen wir nur noch Leute. Tag this agent for distract. This will ensure your minions remove the offending agent with as little commotion as possible. Yes. Your minions will escort any unwanted guests to a safe spot within your cover operations. Okay, okay, wir haben jetzt auf jeden Fall, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Bis sie da drin angekommen ist. Ah, aber mittlerweile sollten wir ja schon 2 von den Dudes haben, ja, das stimmt. Oh, hier wird sogar gespielt schon auf dem Roulette-Tisch. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt geht die aber da rein. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Okay. Daraus wurde die jetzt aber noch nicht misstrauisch oder so. Irgendwie strange. Aber die sollte doch da spielen. Irgendwie funktioniert dieses Tutorial nicht so gut, wie ich mir das gedacht habe. Aber ja gut. Ich weiß auch nicht. Was machen die denn jetzt?
Der eskortiert die jetzt einfach raus, oder wie? Ja, super, aber ist die suspicious? Nö. Your criminal networks are idle. Okay, sie hat zumindest keinen Verdacht. Aber wir können die jetzt halt trotzdem nicht irgendwie anlocken. Na, vielleicht haben wir da irgendwas falsch gemacht. Okay. Wir könnten hier Touristenabzocken mal einstellen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Geld. Aber ja gut, dann werden wir das hier mal kurz pausiert lassen. Denn ich glaube, dieser eine Geheimagent geht jetzt einfach nur wieder nach Hause. Ich glaube, das Tutorial ist da ein bisschen buggy. Aber ist ja egal. Und an dieser Stelle werden wir die Folge beenden. Und wenn das hier wieder weitergeht mit dem Ding, dann spielen wir einfach weiter. Also bis dahin. Ciao.